herzlich willkommen. Heute wieder ein Unboxing. Das ist schon so lange her, das letzte. So, was haben wir denn da Schönes? Gucken wir doch mal rein. Hätten wir eine Rechnung. Oh nee, das wollte ich nicht. Rechnungen sind immer schlecht. So, ihr seht natürlich nichts. Das ist sehr praktisch. Umdrehen. Ist falsch rum. Die neue TMC Elite. So, was haben sie sich denn da ausgedacht? Schönes. Ein Jahr Garantie, das ist doch geil. Schön hier mit Factory Seal. So, dann gucken wir doch mal rein, was die neue Elite so hergibt. Alles durcheinander geflogen. Ah, jetzt hätten wir hier Betriebsanleitung für Airsorg und Kira, ist ganz klar. Da hätten wir den Hopper-Adapter. Wozu brauchen wir denn sowas? Da hätten wir die Schulterschütze. Den Handguard samt Lauf, da haben wir auch schon die erste Neuerung. Oder als Neuerung die Besonderheit. Das ist aus Aluminium, müsste das gewesen sein. Brust, Vollmetall, kein billiges Plastik. Das ist mit Laufsicherung, dass der gerade hält. Sehr schön. Laufsocke, Laufreiniger. Schraube, links wahrscheinlich. So. Das kann ich ja nicht sagen, toll. Zwei Magazine. Da ist dran. Ein Dummy, falls ein Hopper spielt. Und dann natürlich die MC selbst, wo sogar der Airstock schon verbaut ist, der ebenfalls bei der Elite dann serienmäßig sozusagen dabei ist. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich für die Schulterstütze. So, dann baue ich den Spaß mal schnell zusammen. One eternity later. So, sieht das Ganze fertig dann aus. Alles hier Metall. Also man denkt ja immer bei der TMC, weil sie ja so günstig ist, das ist nur billiges Plastik, ist aber nichts. Sogar der Körper ist alles aus Metall hier. Der Stock selber auch. Verbundstoff, hier hast du Gummigriff. Magazine natürlich Plastik. Fällt mir da keine Sache auf bei dem Frontgriff, aber oben ist die Schiene dran. Alle anderen fehlen. Das finde ich jetzt ein bisschen unpraktisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, wo tue ich denn jetzt meinen Frontgriff hin? Man die danach kaufen kann oder Nachricht dran schrauben kann, muss man sehen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Müsste ich erst gucken. Aber ansonsten sehr robust. Etwas lang, muss ich tatsächlich sagen. Gerade mit dem Stock, weil der alleine ja schon gute 5-6 cm lang ist. So, falls noch jemand nicht weiß, was die TMC eigentlich ist. TMC ist ein Magfeed-Markierer von Hitman. Mal ganz kurz versuchen. Kann man hier mit den Magazinen spielen. Werden hier aufgezogen. Das sind dann so die 20 Schuss müssten das sein rein. Oder eben auch mit dem Hopper. Den Hopper-Adapter aufsetzen. Und dann aber auch ganz wichtig, das Dummy-Magazin rein, weil da der Body-Pen drauf sitzt. Moment, da ist er. Ansonsten wird es irgendwie schwierig. Dann fallen die Kugeln mit raus. Macht sich beim Schießen jetzt nicht so gut, ne? So, dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Normalerweise würde ich euch ja jetzt die Schießstand-Action zeigen, aber ich komme an meinen Schießstand gerade nicht ran. Ich habe sonst keine Möglichkeit, da jetzt drüber zu testen. Machen wir dann in der Review. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, es ist auf jeden Fall ein gutes Gerät. Ist günstig, ist auch leicht, erstaunlicherweise dafür, dass es aus Metall ist. Vielleicht ein bisschen lang durch den Airstock, aber okay, damit muss ich für sich rechnen, was ihm da lieber ist. Ich persönlich spiele auch lieber mit einer 04er Flasche statt mit einer 02er. Also für einen normalen Mac-Event braucht man den ganzen Tag keine Luft mehr. Wie gesagt, ist ja alles Geschmackssache. Alles weitere klären wir in der Review. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Streichelt eure Katzen. Und tschüss.